Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Ja, jetzt geht's mal los hier mit X4. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr das Spiel mal sehen wollt. Und ja, ich möchte euch das gerne mal vorstellen. Da ihr ja Stationeers hier sehr viel schaut auf diesem Kanal und ihr ja wahrscheinlich Interesse an Weltraum, Raumschiffen bauen und so weiter und so fort habt, dachte ich mir, ich stelle euch mal X4 vor. Und wir können ja mal gucken, vielleicht machen wir da ein kleines Let's Play draus, vielleicht auch nicht. Ja, das liegt ganz an euch. Ich spiele das Spiel sowieso. Aber wenn ihr das natürlich nicht sehen wollt, dann brauche ich mir die Arbeit nicht machen, das hochzuladen. Aber wir können uns X4 mal angucken. Was ist das für ein Spiel? Worum geht es dabei eigentlich? Und welche Möglichkeiten habe ich eigentlich in diesem tollen Spiel? Zuallererst muss man sagen, X4 ist ein Singleplayer-Spiel. Das heißt, ihr spielt nicht mit anderen Leuten zusammen, sondern ihr spielt das ganz allein. Aber es ist eine unfassbar große Welt, ein Riesenuniversum, wo ihr eigentlich machen könnt, was ihr wollt. Und genau das ist das, was X4 ausmacht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, es gibt keine Regeln, außer die, die ihr euch selbst auferlegt. Und ja, die Regeln der Physik natürlich. Und wir können ja mal gucken. Ich werde jetzt mal ein Spiel von mir laden, was ich schon gespielt habe. Dazu muss ich sagen, X4 hat sehr lange Ladezeiten, also trotz dessen, dass es auf einer SSD läuft, ist es ziemlich langatmig, was das Laden und Speichern angeht. Während wir vertagen, zieht das Leben vorbei. Seneca 1 bis 65. Ja, und da seht ihr schon, dieser Ladebalken, der ist sehr, ja, wie soll man sagen, langsam. Und wie gesagt, läuft auf einer Generation 4 SSD, also einer SSD, die bis zu 5 GB pro Sekunde schieben kann, aber ihr seht, das dauert ein bisschen. Ja. Und was ist zu X4 zu sagen? Nun, X4, wie soll ich das erklären? Das X-Universum gibt es ja schon sehr lange, also ich meine irgendwie aus den 80er Jahren sogar schon irgendwas von X gehört zu haben. Mag ich jetzt natürlich auch, wie soll ich sagen, verwechseln, aber Egosoft hat die X-Reihe sehr, sehr, sehr lange Zeit schon im Programm und es ist ein sehr bekanntes Spiel eigentlich, oder X, die X-Reihe, ja, gab es ja früher dann in verschiedenen Abstufungen, 1, 2, 3 und so weiter, jetzt sind wir bei der 4. So, jetzt muss ich nur mal ein bisschen, es ist so laut, die sind so laut, die Herrschaften. Muss mal ganz kurz aus dem Spiel tappen, muss mal hier den Sound ein bisschen leiser drehen. Sonst versteht ihr das euer eigenes Wort nicht mehr. So, worum geht's in X? Also, ich zeige euch das mal auf der Karte. Ja, wir haben im Prinzip ein Universum. Ja, das ist das X-Universum. Hier habe ich auch noch nicht jedes System entdeckt. Also, das ist dann so die Strategieseite von X. Also, hier habt ihr schon mal eine Übersicht über die verschiedenen Weltraumsysteme, Sektoren heißen die, die es hier so gibt. Und wir befinden uns jetzt gerade in, lass mich mal lügen, wo stehen wir denn hier? Ach so, wir sind bei meiner Heimatstation. Die Felsstation, da sind wir gerade. Und ihr seht hier so verschiedene Sachen, die hier so rumkreisen. Also ihr seht schon, die Systeme sind so mit Sprungtoren verbunden, da kommen wir noch zu, das sind ja nur Grundlagen. Und in diesen Sektoren sind so verschiedene Sachen, also ihr seht da so verschiedene Dinge, die hier passieren. Ihr seht da verschiedene Schiffe, die so rumfliegen, Raumschiffe, ne? Ist ja Weltraum. Und verschiedene Stationen, das hier sind Stationen, ja. Und ja, da seht ihr auch schon, dass die verschiedene Farben haben. Und das ist das, was in X halt, in der X-Reihe halt schon immer so war. Es gibt verschiedene Rassen in diesem Spiel, also Paraniden. Es gibt, also Terraner gibt es, Paraniden, es gibt Teladi, es gibt, also naja, und so weiter, Argonen und so weiter. Es gibt also verschiedene Rassen in diesem Spiel, die halt auch so verschiedene Vor- und Nachteile haben. Und ihr selber könnt euch entscheiden, mit welcher Rasse ihr beginnt, also zumindest in welchem Bereich. Ob ihr zum Beispiel die Terraner spielen wollt, das ist hier drüben. Ja, Terraner, Terra, Erde, ne, also könnt ihr hier spielen oder ihr könnt halt auch verschiedene andere Plots spielen. Das Spiel hat zwei DLCs, die hier auch installiert sind, die ich auch besitze. Und ja, in diesem Universum kann man eigentlich alles machen. Also man muss nicht unbedingt einer bestimmten Rasse angehören, um im Spiel irgendwas erreichen zu können, sondern man kann alles erreichen, auch mit dem, was man ist. Ja, und das ist halt das Schöne. Und
Die Frage ist, worum geht's eigentlich? Was ist das Ziel des Spiels? Naja, X hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Zum einen habt ihr die Möglichkeiten, in den Systemen Missionen anzunehmen. Das seht ihr, wenn ihr hier so vorbeifliegt, dann poppen da Missionen auf und dann könnt ihr die machen. Das ist das eine. Mit diesen Missionen bekommt ihr Geld, aber ihr bekommt auch Ruf und Ansehen bei den entsprechenden Fraktionen. Und wenn wir hier mal bei diesen Ausrüstungsdocks gucken, an diesen Ausrüstungsdock, das ist jetzt total Quatsch, was ich erzählt habe, wir gucken mal hier bei den Argonen, bei der Schiffswerft, wenn ich jetzt ein Schiff kaufen möchte, dann muss ich erstmal auswählen, was ich für eins haben will, sagen wir mal L-Klasse. Und da seht ihr schon hier, diesen Behemoth-Angreifer kann ich nicht kaufen, der benötigt nämlich eine Einsatzlizenz für Großschiffe der Föderation. Ja? Und das bedeutet, ich muss bei diesen Leuten erstmal Ruf haben oder Ansehen haben, damit die mir dieses Schiff auch verkaufen. Ihr könnt das Schiff natürlich auch selber bauen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Dauert halt nur ein bisschen. Ja? Am Anfang wird man wahrscheinlich eher Geld farmen und versuchen, irgendwie seine Station zu bauen, Handel zu betreiben. Das ist auch etwas, was man machen kann. Das seht ihr hier. Ja, ich habe hier zum Beispiel Frachter im Einsatz. Diese Frachter, die werden jetzt gerade aktuell von meinem Stationskommandanten verwaltet. Also ich habe hier eine eigene Station gebaut, die Feldstation. Und diese Frachter sind eingeteilt für den Stationskommandanten der Feldstation. Das heißt, wenn der irgendwas machen will, handeln will oder was auch immer, dann hat er Zugriff auf diese Raumschiffe und kann damit eben etwas machen. Diese Raumschiffe müsst ihr dann halt selber kaufen, selber bauen. Ihr könnt die aber auch selber fliegen, ihr könnt ihnen aber auch selbst Befehle geben. Ja, also ist es nicht so, dass das nur der Stationskommandant kann, sondern das könnt ihr auch machen. Ihr habt also verschiedene Schiffsklassen, Frachter, Zerstörer, Träger, Mining-Schiffe und so weiter. Und da haben wir zum Beispiel auch wieder hier unten diese roten Gebiete hier. Also sieht man jetzt hier in diesem Wabenmuster, diese roten Gebiete. Das sind Mining-Gebiete, also wie soll ich sagen, Asteroidenfelder. Sowas wie das hier. Ja, das hier ist zum Beispiel ein Asteroidenfeld. Und da seht ihr schon, hier kann man mit seinem Schiff, kann man hier rumpesen. Und diese Schiffe, diese Erzbrocken oder einige davon kann man halt auch mit einem Mining-Schiff abbauen. Man kann das auch selber machen. Ist aber sinnvoll, das Ganze natürlich automatisiert machen zu lassen, weil dann muss man sich nicht darum kümmern. Dann machen die das, ja. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder das dem Mining-Schiff sagen, was es machen soll. Hier, bau hier Erze ab. Oder man kann natürlich auch selber das Raumschiff fliegen, damit rumpesen. Oder man kann es dem Stationskommandanten übergeben. Ja, dieser Stationskommandant, der sitzt dann zum Beispiel auf einem eurer Stationen. Das sieht man hier auch. Hier ist so ein kleines Symbol. Und das ist unsere Station. Und die können wir uns auch, ich glaube, die können wir uns, nee, können wir uns nicht angucken, weil wir zu weit weg sind. Aber wir könnten uns hin teleportieren. Das mache ich jetzt gerade nicht, weil, ja, ich will euch noch was anderes zeigen. Und wie gesagt, dieser Stationskommandant verwaltet dann die Schiffe. Der verwaltet dann entsprechend hier, das sind Transportschiffe. Und er hat natürlich auch verschiedene andere Gruppen, ja, die man ihm zuweisen kann. Hier seht ihr zum Beispiel, er hat verschiedene Kraniche, so heißt das Schiff Kranich. Da hat also Gasminer, die können also Wasserstoff, Sauerstoff und so weiter, Wasserstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff und so weiter einsammeln. Und die haben ja Mineralienschiffe, die halt Mineralien besorgen, die der Kommandant für irgendwelche Aufgaben braucht. Denn ihr könnt dann, es ist, mag jetzt alles kompliziert sein, aber es ist wirklich nicht so kompliziert. Ihr könnt dann in dieser logischen Übersicht der Station, seht ihr, was hier so passiert. Also das sind hier die angekauften und gelieferten Gegenstände, sage ich jetzt mal. Und hier sehen wir die, die wir selber produzieren. Also ich habe an meiner Station Solarzellen dran, also produzieren wir Energiezellen selber. Und das sind dann die entsprechenden Produkte, die hergestellt werden und entsprechend dann die weiteren Produktionen. Je nachdem, was ihr an eurer Station dran baut, könnt ihr dann verschiedene Endprodukte sozusagen herstellen. Also in dem Fall ist das Nanotronic und Feldspulen. Das ist das Endprodukt, was wir herstellen. Und hier zwischen werden halt die Zwischenartikel hergestellt. Und das Ganze passiert an eurer Station. Und diese Station, also ihr könnt nicht nur eine haben, ihr könnt hunderte Stationen haben. Ja, das ist völlig egal. Und das hier zum Beispiel ist unsere Station. Ja, also das ist unsere Station, die wir am Anfang des Spiels halt quasi bekommen haben. Und diese Station könnt ihr so bauen, wie ihr wollt. Und in dem Fall habe ich jetzt hier so Docking-Ports dran gebaut, dass die großen Schiffe docken können. Hier sind unsere Solarzellen für die Energiezellenproduktion. Und dann sind hier so verschiedene andere Dinge angebaut.
mit denen ihr dann quasi die Produkte produzieren könnt, die wir gerade gesehen haben. Ja, also hier zum Beispiel ist eine Siliziumscheibenproduktion, hier haben wir eine Suprafluid-Kühlmittelproduktion, dann haben wir natürlich verschiedene Lager, du brauchst ja verschiedene Lager, ist ja logisch, damit du die Sachen auch lagern kannst, die du herstellst. Ja, also ist ja eigentlich wie bei einem Strategiespiel. Ja, jeder kennt das, wenn ich eine Holzhütte bauen will, muss ich erstmal Holz hacken. Und so ist es hier auch. Ja, man muss also erstmal bestimmte Vorprodukte produzieren, bevor man die eigentlichen Endprodukte produzieren kann. Und das ist halt das Schöne, dass man das hier in dieser logischen Übersicht wunderbar sieht, was man noch braucht. Und das Schöne ist, dass der Stationskommandant sich um diese Sachen kümmert. Ja, also wenn ihr sagt, wir brauchen zum Beispiel Erze, dann wird er die nicht kaufen. Also ihr könnt sie auch kaufen. Ja, hier seht ihr, ihr könnt sie kaufen. Aber ihr seht auch hier unten, dass unsere Kraniche vom Kommandanten losgeschickt werden, Erz zu besorgen. Weil der Kommandant weiß, ich brauche jetzt hier Erze und deswegen werden die gefarmt. Ja, von den Mining-Schiffen, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe. Ja. Und so kann man halt verschiedene Dinge bauen, je nachdem, was man für Module an die Station baut. Und man kann natürlich auch dedizierte Stationen bauen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel mir mal, haben wir hier irgendwo eine Hüllenteilefabrik zum Beispiel, ne? Die ist jetzt gerade nicht online. Sagen wir mal hier die Sensorfabrik. Ja, die kann ich mir jetzt leider nicht angucken. Bei dieser Fabrik zum Beispiel, wenn man jetzt ein bisschen näher ranscrollt, sieht man, dass diese Sensorbündelfabrik natürlich nicht so aussieht wie meine Station. Ja, ihr seht es, sondern die ist halt spezialisiert. Das heißt, die hat ein paar Module, um das Ganze zu bauen, ein paar Tanks, um das zu speichern, ein bisschen Verteidigung, dass sie nicht gleich abgerissen wird. Und dann habt ihr diese Sensorbündelfabrik, die halt Sensorbündel herstellen. Das heißt, ihr könnt auch dedizierte Fabriken herstellen, die halt nur diese Sachen herstellen, die ihr gerade braucht. Ihr müsst das nicht alles an einer Station bauen. Und das ist etwas, was ich bei X total geil finde. Solange wie ihr in diesem Sektor hier, in dem ihr euch befindet, mit dieser Fraktion, die hier gerade das Verteidigungssystem hier aktiviert hat, also dieses Ding, dieses System gehört im Prinzip den Teladi, das seht ihr hier, ne? Besitzer, Teladi-Unternehmen. Dieser Sektor hier, in dem ich mich befinde, dieser kleine Bereich hier, gehört den Teladis. So, wir könnten jetzt natürlich hier alle angreifen, könnten den Teladi den Krieg erklären und könnten das alles hier abreißen von den Teladi und könnten diesen Sektor auch übernehmen. Ja, das ist kein Problem, das kann man machen. Braucht man aber ein bisschen Firepower zu, ne? Weil die Teladi kommen natürlich dann auch mit ein bisschen was und da muss man auch ein bisschen gegenkontern können. Ja, man kann jeden Sektor übernehmen, oder fast jeden. Es gibt auch Sektoren, die gehören niemandem. Die kann man dann auch, die kann man dann auch annektieren sozusagen. Also, dass einem die dann selbst gehören. Dieser hier zum Beispiel gehört keinem. Dieser Sektor hier, da seht ihr das schon, da bauen die PGS ja, das ist Pack Grüner Schuppe. Die mag ich nicht so und mit denen haben wir auch ein bisschen Stress, aber dieses Gebiet gehört niemandem und deswegen könntet ihr das auch einnehmen, ja, dieses Gebiet. Aber warum sollte man es einnehmen, wenn hier nichts ist? Ja, also man würde ja schon irgendwie wenigstens ein Mining Belt oder irgendwas haben wollen, also Asteroiden oder was auch immer. Was aber auch keine Rolle spielt, denn ihr könnt ja jederzeit irgendwo hinfliegen und könnt da auch Erze besorgen. Ja, also es gibt verschiedene Fraktionen, mit denen könnt ihr freundlich sein, mit denen könnt ihr auch Krieg führen. Ihr könnt jede einzelne Fraktion in diesem Spiel auch auslöschen, wenn ihr das wollt. Und es gibt natürlich so gemeinsame Feinde. In diesem Fall sind das die sogenannten Xenon. Die sind halt hier, ja, da seht ihr, die Xenon bauen auch, haben auch Systeme. Und was ihr jetzt hier seht in Rot, ist nur ein Teil des Xenon-Gebiets. Es gibt noch weitaus mehr Gebiete für die Xenons, hier unten zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch noch andere Anfeindungen. Also in diesem Plot, den ich spiele, bin ich mit den Terranern nicht so grün. Das heißt, da muss man ein bisschen gucken. Aber es geht halt um Ruf. Also wenn ich etwas für eine Fraktion mache, dann bekomme ich Ruf von ihnen. Und je mehr Ruf ich natürlich habe, desto besser sind die Preise. Desto besser ist das Handeln mit ihnen. Desto bessere Waffen und andere Sachen kann ich von ihnen kaufen. Schiffe zum Beispiel. Und man kann dann auch aufsteigen im Rang bei den entsprechenden Fraktionen zu einer bestimmten Höhe, einem bestimmten Ruf-Level, sage ich jetzt mal. Und je höher der ist, desto mehr Zugriff hat man halt auf die Dinge dieser Fraktion, sage ich mal. Ja. Und das ist noch viel komplizierter und viel mehr Informationen, aber das wird natürlich alles viel zu viel, um das jetzt alles zu erklären. Aber nur, dass ihr mal wisst, es gibt halt verschiedene Sektoren, die über so Sprungtore verbunden sind.
Und ich bin jetzt aktuell hier, hatte hier eine Mission gemacht, bin hier ein bisschen rumgepäst. Und immer wenn man hier so rumfliegt, dann kann man halt ja, gucken, ob die Missionen haben, diese Völker, die jetzt hier gerade wohnen. Ich glaube, hier sind es jetzt die Argonen, genau. Und da kann man dann eben mal ein paar Missionen machen. Hier kann man auch Mining betreiben. Machen ja meine Schiffe auch hier, seht ihr ja. Ah ne, das sind Händler. Die handeln hier ein bisschen rum. Und ich hatte hier halt eine Mission. Und dazu habe ich hier mein Schiff. Das kann man uns auch mal angucken von draußen. Ja. So sieht mein Schiff aus. Und ja, da kann man halt schön mit rumknallen. Das ist jetzt hier in dem Fall schon ein etwas besseres Schiff. Das kann ich euch ja mal zeigen. Das ist die sogenannte Katana. Ja, da seht ihr auch hier. Die ist von Argon Prime. Also die ist, wir sind in Argon Prime. Und die sind von den Sigaris-Pionieren. Ja. Und ist ein Schiffstyp Korvette. Und da sehen wir auch schon, die hat schon einiges an Hülle, einiges an Schild. Hier sehen wir die verschiedenen Waffenleistungen, die das Schiff hat. Und ja, ich habe um mich rum noch andere Schiffe. Das sind die kleinen hier. Das sind die sogenannten Katanas. Und mit den Katanas habe ich sozusagen ein Bündnis. Oder naja, nicht Bündnis. Mit den Katanas habe ich eine Flotte. Ja, das ist hier meine Flotte mit meinen Katanas. Da seht ihr, dass wir hier verschiedene andere Katanas sozusagen in unserer Gruppe haben, die mit uns zusammen jetzt hier rumfliegen. Das seht ihr hier auch an diesem Symbol, dass die hier diese blauen Linien auf uns haben. Das heißt, ich habe mir noch andere Schiffe gekauft oder gebaut und habe dann entsprechend auf diese Schiffe Piloten gesetzt, denn ohne Pilot fliegt sich so ein Schiff schlecht. Und habe ihnen gesagt, wir sind jetzt eine Flotte und die anderen Piloten, die machen genau das Gleiche oder machen das, was ich von ihnen verlange sozusagen. Ich bin jetzt der Flottenkapitän und sage ihnen, was wir gerne machen wollen. Und das Schöne ist, dass dieses Spiel X4 einfach die Möglichkeit hat, halt so zu spielen. Also was heißt so zu spielen? Aber ihr habt dann diesen strategischen Teil mit den Maps und den Arbeiten, die ihr so machen müsst, so Schiffe befehligen und so weiter und so fort. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, einfach außerhalb der Karte ganz normal euch im Raum zu bewegen. Ja. Und das finde ich halt total geil. Ja. Also das ist dann richtig Weltraumfliegen hier. Und die Katanas, die fliegen uns jetzt hinterher. Ne? Weil wir sind ja der Boss. Und wir gucken mal, ob wir hier nochmal ein bisschen ein paar Jobs bekommen. Ich fliege jetzt hier lang. Und dann gucken wir mal auf der Karte, die macht man mit M auf. Gucken wir hier mal ein bisschen rum. Wir können ja auch irgendwelche Gegner umhauen, die hier so rumrennen. Weil hier gibt es immer Aufträge auf den Stationen. Und da muss man aber irgendwie so ein bisschen hinfliegen oder man muss einen Satelliten auswerfen. Haben wir hier eigentlich schon einen Satelliten stehen? Ja, hier haben wir einen Satelliten stehen. Hier ist er. Das ist unser Satellit. Das heißt, mit dem sehen wir dann halt auch, was hier los ist. Hier gibt es jetzt aktuell keine Aufträge. Ich habe jetzt mal den Filter wieder angemacht. Das ist der Warenfilter. Also der. Ich muss mal hier ein bisschen, dass ich nirgendwo gegenfliege. Das ist der Warenfilter. Also hier sehen wir dann, welche Waren sie verkaufen und welche sie kaufen. Und damit kann man dann tatsächlich wirklich ja, Handelswege aufbauen, sage ich mal, ja. So, gucken wir mal, hier gibt es jetzt nichts. Okay, dann fliegen wir mal. Wir können ja mal hier hochfliegen, weil hier habe ich noch nicht alles entdeckt. Da fliegen wir mal hin hier. Autopilot eingeschaltet. Wie gesagt, das Spiel ist sehr laut. Also nicht erschrecken. Aber ich denke, das wird gehen. Es ist ja nur, weil die anderen Katanas um uns rumfliegen. So, nicht erschrecken. Das, was ihr so hört, sind auch andere NPCs, die hier rumfliegen. Also immer, wenn ihr einen Funkspruch seht, der weiß ist, dann betrifft er uns. Und wenn ihr einen Funkspruch seht, der grau ist, Autopilot dann ist ausgeschaltet. das ein NPC. Ja? So, das dauert mir jetzt hier zu lange. Also mache ich jetzt mal den Reiseantrieb an. Ich will nicht zu sehr auf die Technologie von X4 jetzt im Moment eingehen, weil das soll für mich jetzt erstmal nur die Frage sein, habt ihr da Bock drauf? Wollt ihr das sehen? Ich würde ungern nochmal von vorne anfangen wollen. Also wir müssten dann schon das nehmen, was ich jetzt hier schon habe und damit weiterspielen. Oh, wartet mal, wir haben hier eine Mission. Na?
müssen kurz mal bremsen. Jetzt habe ich den Reiseantrieb ausgemacht. Also wie gesagt, müsst ihr mir mal sagen, ob ihr da Bock habt, sowas zu sehen oder nicht. Und da sehen wir hier zum Beispiel, das sind Missionen. Ja, da habt ihr hier Frieden und Stabilität. Und hier haben wir zum Beispiel eine andere Mission. Da klickt ihr einfach rechts drauf. Und dann steht hier, was hier los ist. Ja, und da sagen die, wir sollen den den kriminellen Verkehr an der Hightech-Fabrik 1 sollen wir kontrollieren bzw. zerstören. Und das machen wir auch, indem wir einfach sagen, annehmen. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Jetzt hat er uns angefunkt, das heißt, wir haben jetzt den weißen Funkspruch gesehen. Und ich wollte nur mal gucken, haben wir hier, hier haben wir wirklich, doch hier haben wir einen Satelliten. Naja. So, und jetzt haben wir diesen Auftrag bekommen. Da können wir jetzt mal hinfliegen. Wie gesagt, wir machen jetzt mal einen Reiseantrieb an. Und ich wollte halt mal wissen, ob das überhaupt was für euch ist. Weil es ist eine Mischung zwischen Strategie, Weltraum, richtig fliegen, zwischen, es ist alles. So Politik, Waffensysteme, Schiffe, Stationsbau, Erkundungen. Das ist wahnsinnig viel, was dieses Spiel ausmacht. Aber es ist halt auch ein wahnsinniges Content-Monster. Und ich weiß nicht, ob ihr dann da wirklich noch mit dabei seid, dann irgendwann, weil das doch schon viel... Oh, jetzt habe ich gepennt. Weil das schon viel... Oh, weil das schon viel Arbeit ist, ja, was man hier so... was man hier so machen kann. Und ich weiß nicht, ob euch das auf Dauer wirklich fasziniert. So, weil es schon manchmal tagelanges Rumfliegen ist und so weiter, ja. So, wir sollen jetzt hier den kriminellen Verkehr checken. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal uns hier am Dockingport hinstellen. Wir werden mal gucken, ob wir hier irgendwas... Wir müssen 4 von denen klatschen. Wie gesagt, man kann das Spiel mit Maustastatur spielen oder mit Joystick. Ich spiele es mit Maustastatur. Ist für mich persönlich haptischer. Ja. So, was hier immer so macht, ist hier unten links. Ja, das sind so abgeschlossene Handelsverträge. Da seht ihr auch, dass man denn damit... den Ruf bekommt. Und mit dem Ruf kann man sich dann halt, wie gesagt, Massentransporter E. Kann man sich dann halt Sachen kaufen. So, den ersten haben wir schon geschafft. Ihr seht auch, dass der Container ausgeworfen hat. Den kann ich mit der O-Taste, kann ich den rausholen. Hat keinen Wert, der Schnatter, der da drin ist. Ja, aber wir nehmen den mal auf. Und ich habe jetzt mein Waffensystem auch so eingestellt, dass ich nur mit einer Waffe schieße. Also ich kann jetzt, wenn ich auf... Oh, jetzt speichert das Spiel. Das ist das Schlimme. Speichern dauert auch immer ewig bei dem Spiel. Ewigkeiten. Müsst ihr auch mit leben. Ist leider so. Aber es ist eigentlich nicht schlimm. Und ich finde es halt so cool, weil man halt auf dieser strategischen Karte arbeiten kann. Man kann direkt im 3D-Raum rumfliegen. Man kann jedes einzelne Raumschiff selber fliegen. Was man so findet. Man kann Schiffe entern, die man sich nicht kaufen kann. Man findet auch Schiffe, die verlassen sind, die kann man dann übernehmen. Man hat Management im Sinne von, man muss seine Mannschaften managen, ja, also auf den Schiffen und so weiter. Und ja, in dem Fall seht ihr das jetzt hier. Vier Waffen, eine Waffe. Ja, und ich habe das jetzt mit einer Waffe gemacht, damit ich nicht aus Versehen noch irgendjemand anders hier abschieße. Ja. Weil wenn ihr auf die Station schießt, dann gibt's Ärger, ja, die Station schießt Danke auch zurück. Danke für Ihre Hilfe. So, die haben sich jetzt bedankt, ein bisschen verzögert, dass wir jetzt jemanden umgebracht haben, also ein Bösewicht an dieser Station, ist ja unser Auftrag, 500 Credits und wieder Ruf bekommen. Und so sieht die Station aus. Ihr habt natürlich noch viel mehr Modis, also wenn ihr mal guckt, so ein Schiff hat zum Beispiel die Möglichkeiten, hier verschiedene Sachen zu machen. Zum Beispiel könnt ihr Satelliten aufstellen oder Ressourcensonden. Was das ist, kommen wir später zu. Oder... Okay. Oder ihr könnt auch... Da ist wieder einer. Massentransporter B. Container. Da ist nichts drin, ja. Druckfilter, ja. 791 Credits brauchen wir nicht. Also spielen wir ein bisschen Polizei hier. Ihr könnt auch wirklich Polizei spielen, ihr könnt Schiffe scannen, ihr könnt... Ach Mensch, das ist unglaublich, was man hier alles machen kann in diesem Spiel. Und wie gesagt, hier beim Schiff, seht ihr das nochmal, hier haben wir so verschiedene Laser, die wir angebaut haben. Hier können wir sagen, was unsere Geschütze machen sollen, ob die sich verteidigen sollen oder was die mit uns machen sollen. Also wir haben hier Geschütze auf unserem Schiff drauf, die uns noch helfen. Wir werden Ihren Frachtraum scannen. So, das war... Sie ruhig. Sieht alles gut aus, Sie können weiter. Das waren jetzt Polizisten. Das sind Polizisten und die scannen halt euren Cargo. Danke für Ihre Hilfe.
Ja, das war wieder der zweite, den wir vorhin hier umgeklatscht haben. So, bei Argonen haben wir jetzt wieder plus 1 ansehen, also haben wir da schon 6, ne? Und so geht es immer weiter. Ab 10 gibt es dann die ersten Goodies bei den Argonen, ab 20 dann die nächsten und ab 30 dann die nächsten, glaube ich. So war es, glaube ich. So, was ihr auch immer jetzt hier hört, das ist meine Crew, ja, in meinem Schiff. Illegale Daten auf Drohne entdeckt. Kurzstreckentransporter A. Weil, ich fliege das Schiff natürlich nicht alleine. Ich fliege das Schiff natürlich nicht alleine, sondern ich habe ja eine Crew. Und das zeige ich euch gleich mal, wenn wir den Auftrag fertig haben. Das ist dann halt so eine Easy-Peasy-Mission, ja. Die seht ihr ja, das ist ja Kikifax hier, schießt man nicht ab. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht auf die Station schießt. Wie gesagt, wenn ihr sie wirklich zerstören wollt, müsst ihr den Krieg erklären. Wenn ihr mal drauf schießt, dann bekommt ihr ein temporäres, schlechtes Ansehen. Aber ansonsten ist das nicht so schlimm, wenn ihr aus Versehen mal irgendwo drauf schießt. So, da ist der letzte. Waffentransporter C. Ziviles Schiff A. Drunter umschießen. So, die Mission ist jetzt beendet. Die haben wir jetzt geschafft. So, und jetzt gucken wir mal. Ich habe hier noch irgendwo Missionen offen. Na, das sind die für die Mission. Das ist das Experiment. Ja, das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. So, wir haben jetzt die Mission fertig. Das heißt, hier, die haben jetzt erstmal für uns keine weiteren Aufträge mehr. Aber wir können ja mal hier rüberfliegen und können mal gucken, ob die eventuell was für uns haben. Aufträge, weil hier sehe ich jetzt aktuell keine. Hier sehe ich gerade keine. Ja, und so könnt ihr euch halt rumhangeln. So könnt ihr Geld verdienen. Ja, also Ruf aufbauen, Geld verdienen. Danke für Ihre Hilfe. Und ja, ihr braucht Geld. Ja, ihr braucht verdammt viel Geld. Also die Stationen sind teuer, die Schiffe sind teuer, das Bauen der Schiffe. Ihr könnt aber auch selber Schiffe bauen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das geht alles. Und es gibt verschiedene Modis, die so ein Schiff haben kann. Ja, hier haben wir jetzt nochmal eine Mission. Was sollen wir da machen? Oh, wartet mal, ich muss mal kurz anhalten. Gucken wir mal hier nochmal die Mission. Ich vermute, das Schiff wurde zerstört. Vielleicht lässt ihr noch etwas bergen. Bringen Sie mir alles, was Sie finden können. Ich werde Sie dafür bezahlen. Ja gut, da findest du halt einen Sicherheitscontainer, musst den öffnen und die Gegenstände holen. Das ist jetzt eher nicht so meins. Hier war jetzt der Auftrag gerade, der ist nicht mehr da. Ja, und so könnt ihr halt rumfliegen. Ah, hier kommen neue Aufträge gerade rein. Ah, das ist ein Reparaturauftrag. Repariere die Datenlecks. Der Argon-Schiffswerft. Naja, an der Argon-Schiffswerft sind wir ja gerade. Wir können ihn ja mal annehmen. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Und jetzt sagen die uns, wo die Datenlecks sind. Ja, in dem Fall bei dem äußeren Modul. Und bei dem anderen Modul. Ja, also hier hinten sollen die sein. Das heißt, wir werden jetzt mal dahin fliegen. Da sehen wir sie ja da oben schon. Wie gesagt, im Moment, das müsst ihr natürlich nicht mit der Flotte machen, ist ja klar, aber die Flotte habe ich ja jetzt aktuell aktiv, deswegen bleiben die jetzt gerade in meiner Nähe. Und da seht ihr auch, da müssen wir die Datenlecks reparieren, das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Ihr solltet die Datenlecks auch auf jeden Fall machen, weil bei den Datenlecks gibt es ja noch etwas viel Cooleres. Also wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht alles über X erzählen, das müssten wir dann beim Let's Play oder wie auch immer müssten wir das dann mal gucken oder mal bei einem Livestream oder so. Weiß ich noch nicht. Ja, da könnt ihr zum Beispiel Baupläne bekommen. Wenn ihr Stationen scannt, dann macht ihr so 2. Dann seid ihr im sogenannten Scan-Modus und dann seht ihr hier zum Beispiel schon die Datenlecks. Ja? Die könnt ihr natürlich auch scannen, die Datenlecks. Ach so, ja, Mann, ich sollte die ja reparieren. Ah, nein. Ja, jetzt zeige ich natürlich, was sie macht. Man kann die Datenlecks nämlich auch scannen. Und in der Hoffnung, dass man dann bei den Argonen irgendwie, wie soll ich sagen, Provisionen freischaltet, Preise freischaltet. Man kann aber auch Stationen scannen und dadurch automatisch, also wenn man dann die Datenlecks an die Station scannt, kann man Baupläne finden, mit denen man eventuell dann die Argonenstation nachbauen kann.
zum Beispiel. Ja, also man kann nicht alles einfach so bauen, sondern man muss auch die Pläne dafür haben, die kann man kaufen, aber man kann sie auch scannen. Ja, also die Möglichkeit besteht auch. Dazu muss man halt im Scan-Modus, so wie ich es jetzt gerade mache, um die Station rumfliegen und muss halt gucken, ob man irgendwo ein Datenleck findet. Das findet man nur im Scan-Modus. Hier seht ihr auch die Bewaffnung, ja, das ist schon... Da ist ein, hier ist zum Beispiel ein Datenleck. Hier habt ihr eins. Ja. Das könnt ihr mit dem Schiff scannen oder ihr könnt das auch im Raumanzug machen. Daten erfolgreich entschlüsselt, ja. Und? Was gab's dafür? Ah, das war wahrscheinlich, weil das vom Dings war, von der Quest. Ja, und so könnt ihr zum Beispiel Baupläne erhaschen. Ihr könnt aber auch Stationen scannen, um zum Beispiel rauszufinden, was die so in ihren Lagern haben. Und mit den Handelsabonnements und so weiter könnt ihr dann halt entscheiden, was diese Stationen brauchen. Also es gibt ja zum Beispiel, das ist ja so, dass diese Fraktionen natürlich auch Schiffe bauen und Stationen bauen und hast du nicht gesehen. Und die brauchen natürlich Materialien, um das Ganze zu bauen. Und das könnt ihr ihnen liefern. Ja? Ihr könnt ihnen natürlich auch nicht beliefern und könnt selber Stationen aufbauen und könnt denen den Krieg erklären. Ja? Dann haben die keine Stationen, weil ihr sie nicht unterstützt habt oder weniger. Ihr übernehmt dann einfach die Sektoren. Das könnt ihr auch machen. Ihr müsst halt aufpassen, dass wenn ihr natürlich einer Fraktion richtig viel Puderzucker in den Hintern pustet und die den hinterher angreifen wollt, dass sie natürlich dann schon ganz schön viele Sachen besitzen, ja, ganz schön viele Stationen haben und so weiter und Schiffe. Je mehr ihr die natürlich aufbaut, desto stärker sind die natürlich, ja. Also ist halt die Frage, ob man das machen will. Man kann in X spielen, wie man will. Man kann entweder mit allen grün sein, außer mit den Xenon und noch einer anderen Rasse, oder man klatscht alle weg. Das geht auch. Ja, also das kann man alles machen, so wie man das will. Dazu sollte man aber dazu sagen, dass bestimmte Fraktionen in bestimmten Dingen gut sind. Ja, also zum Beispiel die Terraner haben die besten Schildmodule. Ja, zum Beispiel. Also wenn ihr hier zum Beispiel mal guckt, ich muss jetzt mal kurz anhalten, so. Wenn ihr jetzt mal guckt zum Beispiel, wir suchen uns jetzt mal hier die Schiffswerft raus und sagen mal ein Schiff kaufen. Dann nehmen wir mal hier in der L-Größe, nehmen wir mal einfach hier so einen Schürfer. Ja, die sehen dann so aus. Und da könnt ihr dann verschiedene Dinge einbauen. Ja, also hier in dieses Schiff könnt ihr zum Beispiel, müsst ihr gucken, was brauchen wir für Düsen, sage ich mal. Ja, oder Antriebe erstmal. Ja, wir würden sagen, ein Reiseantrieb oder ein Allrounder, der beides kann. Also Krieg, also Kampf und Reise. Reise ist immer dieser Hochgeschwindigkeitsflug. Und dann habt ihr hier diese Schildgeneratoren. Ja? Und diese Schildgeneratoren, die machen halt ein Schild um euer Schiff. Und diese Schildgeneratoren, da sind zum Beispiel Terraner sehr gut. Ja? Bei bestimmten anderen Waffentürmen und was auch immer, sind halt andere Völker sehr gut. Und deswegen solltet ihr euch halt vorher überlegen, bevor ihr sie alle auslöscht, ob ihr dann auch schon alle Baupläne von denen habt und alles gescannt habt, was es gibt. Ja? Weil ansonsten wäre es natürlich blöd. Ja, ist ja klar, dann habt ihr ja keinen Zugriff mehr darauf. Ja, ansonsten gibt es noch tausend andere Sachen zu sagen, die dieses Spiel eigentlich so wahnsinnig interessant machen. Aber wie gesagt, alles kann ich euch jetzt hier in dieser kurzen Zeit nicht erzählen. Die Frage ist, ist euch diese Komplexität, habt ihr da Bock drauf oder nicht? Und es wird natürlich so sein, dass wir natürlich auch mal stundenlang hier tatsächlich in die Gegend rumfliegen. Und ihr seht hier zum Beispiel, ist ein Sprungtor, was deaktiviert ist. Ja, das heißt, hier können wir nichts machen. Hier suchen wir uns halt ein anderes. Ich wollte ja mal hier in dieses eine System fliegen, wo noch nicht viel... Genau, hier können wir mal hinfliegen. Machen wir mal hier einen Autopiloten sozusagen hin. Ja, und die Frage ist, ob das was für euch ist. Ja, es ist schon sehr komplex, das Spiel. Aber es macht halt auch wahnsinnig viel Spaß, weil man halt so viel machen kann. Ja, man kann... Es ist halt ein Content-Monster. Und das ist halt die Frage, ob ihr euch das angucken wollt oder nicht. Ja. Weil, wie gesagt, wenn das nur drei Leute gucken jedes Mal und ich dann jedes Mal mir die Arbeit mache, diese Folgen hochzuladen und die keiner gucken will, dann brauche ich das ja nicht machen. Schön am Tor vorbeigesprungen. Und das ist halt das Schöne. Es gibt halt auch Weltraum 3D. Also 3D-Raum hier, ne?
So, das Spiel wird wieder gespeichert. Ja, also die X-Serie ist aktuell, also die neue 4.0er von X4 ist ein bisschen verbuggt, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber man kann halt auch verschiedene Plots spielen. Man kann als Zarana spielen, man kann die verschiedenen DLCs beginnen oder man kann einfach ein Standardspiel machen und dann später in die DLCs übergehen. Also man kann echt viel machen und das Spiel kostet so um die 50 Euro oder 40 Euro mit DLCs dann nochmal dazu, die ein paar Euro kosten. System, Einflussbereich. Und ja, das ist eigentlich voll cool. So, finde ich zumindest, weil es halt Weltraum ist und es beinhaltet halt alles. Bauen, Handeln, Politik, Weltraumfliegen, Ballern, ohne Frage Ballern, ja, gibt es hier ohne Ende. Und wir sehen hier rechts von uns ist ein riesengroßer Frachter. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt sehen können. Wo ist er? Warte mal. Wo ist er? Ah, der müsste jetzt gleich vor uns hier irgendwo. Ich höre noch schon. Ich habe nur gerade gehört. Wo ist er denn hin? Ne, das sind meine Kollegen hier. Hm. Ich bin schon ein bisschen blind, glaube ich. Naja, sei es drum. So, und wir sind jetzt hier in diesem Gebiet. Das heißt, wir werden jetzt mal das hier ein bisschen erkunden. Also wir haben ja hier schon mal gescannt. Also man kann einen Scan machen. Das heißt, man geht in den sogenannten Langstrecken-Scan-Modus und dann wirft man so einen Ping aus. Und das macht man am besten in verschiedene Richtungen. So, dann hat man das System erstmal grob vorgescannt. Da sieht man dann hier so verschiedene Fragezeichen. Und diese verschiedenen Fragezeichen sind natürlich entsprechende Autopilot eingeschaltet. Entsprechende Stationen oder Tore oder was auch immer. Und da kann man dann einfach hinfliegen. Wie gesagt, man kann da jetzt selber hinfliegen. Man kann mit dem Autopilot hinfliegen, so wie ich es jetzt mache. Man kann aber natürlich auch das Schiff befehligen. Ja, dann, auf jedem Schiff muss ja ein Pilot drauf sitzen. Und ja, der Autopilot ist gerade ziemlich dumm. Ausgeschaltet. Wir machen mal einen Reisemodus an. Das geht nämlich schneller. M einfache Andockbucht, das heißt, das ist eine Station. Die ist 100 Kilometer weit weg. Ich fliege mal nicht direkt drauf, falls wir nicht mehr bremsen können. Lass mal nicht drauf ditchen. Wie weit ist sie weg? Station. 42 Kilometer, okay. Dann werfen wir mal einen Anker, bremsen wir mal runter aus dem Reiseantrieb. Also ihr könnt quasi ganz normal fliegen, hier mit dem Scrollrad. Ne? Da seht ihr ja, da bewegt sich ja hier unten so ein Balken. Da hat jedes Schiff halt eine entsprechende entsprechende Geschwindigkeit, je nachdem wie ihr es halt ausgebaut habt. Und ihr habt natürlich den Reiseantrieb, den habe ich euch gerade gezeigt. Und es gibt noch tausend andere Dinge. Hier ist zum Beispiel jetzt kein gibt es keine Aufträge, aber das ist eine Plasmaleiterfertigung. Ja, die fertigen halt hier Plasmaleiter. Und ja, wir werden jetzt zum nächsten fliegen. Eingeschaltet, Autopilot ausgeschaltet. Dazu benutzen wir den Reiseantrieb, weil der ist halt, wie gesagt, sehr schnell. Stationen kann man nur erkennen, wenn man halt innerhalb der Radarreichweite seines eigenen Schiffes ist. Mit dem Langstreckenscan sieht man halt, da ist was. Und mit dem im Vorbeiflug sieht man dann, was es ist. Ja, je nachdem, wie hoch eure Range ist. Radar-Range. So, und hier seht ihr zum Beispiel schon mal, hier bauen die gerade eine Station auf. Ja. Schiffstechnologiefabrik von Argonen. Und das hier Angreifer. Ist zum Beispiel ein Mammut, der heißt Angreifer, ist aber keiner. Das ist ein Konstruktionsschiff. Ja, das ist zum Beispiel das Schiff, was diese Station hier baut. Ja, die baut das gerade. Und das ist, könnt ihr halt auch selber machen. Ja, das ist kein Problem. Container Argonenschiffstechnologiefabrik Agnostic. Ah ja, okay, alles klar. So, was wir aber suchen. Was, du kannst keine Schiffe befehligen, die dir nicht gehören? Was soll das denn? So, was wir aber suchen, ist ein Ausgang aus diesem System. Also ich will ja hier mal rüber, gucken, ob es hier irgendwie eine Verbindung gibt. Aber ich glaube, hier gibt es keine. Aber das kann man halt alles rausfinden. Ja. Mensch, was ist denn hier los, ey? Wo ist denn unsere Katana, unsere Flotte? So, jetzt einmal bitte dahin. Das ist so als, naja, wie sagt man? Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Ja, macht mal.
Ihr scannt hier gar nichts. Wir hauen einfach ab. Könnt ihr machen, ihr könnt euch natürlich der Polizei stellen, ihr könnt aber auch einfach abhauen. Ja, das, hier ist auch, muss auch eine Station sein, weil da steht M einfache Unlockbucht. Oh, wartet mal, wir haben hier Fragezeichen gerade gehabt. Auf dem Scanner, auf dem Radar. Hier muss noch irgendwas sein. Oh, überladen. Okay. Asteroid. Und wie gesagt, was ihr in diesem Universum tut, ist das, was das Universum dann mit euch macht. Ja, also ihr könnt hier alles machen, ihr könnt hier einen Bösewicht spielen, ihr könnt hier den ganz lieben Samariter spielen. Das ist alles kein Problem. Geht alles. Bremsen! So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Helium-Raffinerie zum Beispiel. Also gehe ich mal davon aus, dass hier Helium drin sein wird. Dazu werden wir jetzt hier mal eine Sonde auswerfen. Das ist nämlich so, die Sonden, oder sagen wir mal so, der Kommandant eurer Station oder eurer Station nennen, die Gassammelschiffe befehligen, die müssen natürlich wissen, wo die Ressourcen zur Verfügung stehen, die er sucht. Und wenn ihr zum Beispiel Helium sucht, dann müsst ihr ihm die Möglichkeit geben, Heliumplätze zu finden. Also ihr müsst was aufdecken, sozusagen. Und dazu können wir hier eine zivile Ressourcensonde aufstellen. Die haben wir jetzt ausgeworfen. Hier ist eine Ressourcensonde. Und da sehen wir, die Ressourcensonde sagt uns, dieser Bereich hier hat 3,5 Einheiten Erz pro Quadratkilometer. Ja, und Kubikkilometer, Entschuldigung. Und daher weiß jetzt der Kommandant, dass wir hier diese Sachen bekommen können. Wenn wir denn Erz brauchen, kann er hier hinfliegen und Erz besorgen. Ja. So, das sind wieder meine Jungs, die um mich rumfliegen. Deswegen, wir machen ein bisschen Lärm. Das ist nicht schlimm. So, dann haben wir hier auch noch ein Objekt, was wir noch nicht entdeckt haben. Das heißt, wir werden auch da wieder hinfliegen. So, warum startet jetzt mein Reiseantrieb nicht? Ach ja, okay. So, M einfach Andockbucht heißt auch wieder, das muss wieder eine Station sein. Im Reisemodus seid ihr natürlich so schnell, dass das Steuern sehr schwierig wird. Und auch das Bremsen, da müsst ihr halt frühzeitig bremsen. Aber so könnt ihr halt dieses ganze Universum entdecken, ja. Das ist riesig, glaubt mir. Das sieht nicht groß aus, aber es ist echt riesig. Und das Spiel ist halt ein Content-Monster. Ihr könnt also monatelang hier jeden Tag spielen, ohne dass ihr irgendwie irgendwas Gleiches seht. Ja, klar, die Aufgaben sind entsprechend ähnlich, die man so macht, aber es wird einem nie langweilig. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Schiffstechnologiefabrik. Auch schön. Ja, also wir sehen, Einflussbereich sieht ganz gut aus. So, jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wir können natürlich auch Schiffe befehligen. In dem Fall würde ich das jetzt mal machen. Ich würde mir jetzt mal die Jaguar hier rausnehmen. Ja, das ist eine Jaguar, die ist ja hier angedockt. Und wenn ich mir die Jaguar mal angucke, da sehe ich Informationen über die Jaguar. Ich sehe zum Beispiel, die Crewfähigkeit ist jetzt noch nicht so hoch. Ja, in dem Fall ist es ja nur der Kapitän, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob wir da noch Crew auf dem Schiff haben. Können wir mal gucken. Ah, doch, wir haben noch Crew. Ah, wir haben eine Crew auf dem Schiff. Ein Lehrling der Servicemannschaft. Servicemannschaften sind die, die euer Schiff reparieren, wenn es beschädigt wird und so weiter. Ja, und hier seht ihr, Radarreichweite 40 Kilometer. Das ist das, was das Schiff ran muss an die Station, um sie zu entdecken. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir werden jetzt diesen Kapitän, ich funke ihn mal kurz an. Kann ich helfen? Da seht ihr dann, wie der Kapitän heißt. Ich muss mal kurz hier meine Steuerung ausschalten. Und dann könnt ihr halt mit ihm quatschen, also mit ihr in dem Fall. Oder können sagen, hier tritt meiner Staffel bei, aber das machen wir jetzt nicht. Dann würde sie nämlich losfliegen und hier zu uns herkommen. Ich verabschiede mich einfach wieder. Ja, kann man also mit ihr quatschen. Und man kann ihr auch Befehle geben, indem man sie jetzt anklickt. Ja, klicken wir ihr Schiff mal an. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Ja, ja, scannen mal. Und dann können wir sagen, klicken wir das Schiff an.
klicken hier rechts rein ins System und sagen erkunden. Alles sauber. Sie können weiterfliegen. Ja, danke, liebe Polizei. So, und jetzt seht ihr hier, haben wir hier so einen Kreisel drum. Das heißt, dieses Schiff wird jetzt meinem Auftrag nach hier reinfliegen und wird dieses System erkunden. Genauso wie es dieses System jetzt erkunden wird. Ja. Und hier werden wir noch nicht, da werden wir noch nichts machen, weil, ja, das ist noch zu gefährlich. Und wir können auch sagen, hier soll das erkundet werden. Hier seht ihr schon, das System ist ein bisschen größer. Ja. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andocken-Erlaubnis. Ich habe nichts zu verstecken. NPC-Funk und so, ne? So, und jetzt müsst ihr, jetzt seht ihr hier, das Schiff macht sich jetzt auf die Reise. Also das ist dieses Ding, ihr könnt selber fliegen, ihr könnt selber ballern, aber ihr könnt auch diese strategischen Sachen machen, dass ihr sagt, ich steuere einfach andere Schiffe, ja, indem ich dem Piloten sage, macht das jetzt. Ja, und der macht das. Der Thiago fliegt jetzt los und wenn er ihn anklickt, dann seht ihr auch, welche Aufträge er hat. Moment, wo sehe ich seine Aufträge? Hier sehe ich seine Aufträge. Ja, da seht ihr, das sind die Aufträge, die er jetzt hat. Und was soll er machen, wenn er fertig ist damit? Könnt ihr zum Beispiel auch sagen, das ist das Standardverhalten. Da könnt ihr sagen, okay, du sollst Polizei spielen. Finde irgendwelche illegalen Leute und wenn nicht, klatsch sie um oder kontrolliere sie oder was auch immer. Das könnt ihr machen. Da seht ihr auch, wie viele Sterne der Kapitän haben muss, um das machen zu dürfen. Ja, in dem Fall. Da seht ihr, dass der Kapitän 2 Sterne haben muss, um Polizei zu spielen. Aber Position beschützen, dafür braucht er keine Sterne. Ja. Fürs automatische Handeln brauche zum Beispiel 3 Sterne. Brauchen wir alles noch nicht. Machen wir alles später, wenn ihr Bock habt auf das Spiel. Ja, also es ist sehr komplex. Na, eigentlich nicht. Es ist in erster Linie etwas undurchsichtig. Aber so undurchsichtig ist es gar nicht. Und es macht total Spaß. Ja? Und der Jaguar wird jetzt hier rumfliegen. Und dieser Fog of War, den ihr hier seht, also dieses Graue, das ist eben das, was dieses Schiff jetzt aufdeckt. Und dadurch werden halt auch Stationen aufgedeckt oder Schiffe oder was auch immer. Ja, wir können hier zum Beispiel, wenn wir hier in den, in das Ding reinklicken, in das Ding sei schon hier, in das System, dann können wir uns hier Informationen angucken lassen. Wo ist es denn? Oh, jetzt bin ich total verwirrt. Das ist das Problem bei X. X ist so kompliziert, dass ich manchmal selber nicht weiß, wo ich hinklicken muss. Aber ist nicht schlimm. Und hier sehen wir auch Informationen über die entsprechenden Stationen. Hier sehen wir die entsprechenden Schiffe, die im System sind. Und wenn wir rauscrollen, kriegen wir mehr Informationen, weil dann natürlich mehr Schiffe zu sehen sind, die hier irgendwas machen. Und wie gesagt, der wird jetzt hier rumkreiseln und wird hier das System entdecken, versuchen zu entdecken, um... ja, wir wurden gerade schon wieder gescannt. Vielleicht finden wir ja hier was. Also hier gibt es dann Schiffe, da seht ihr zum Beispiel... Die grünen sind ja meine und die Schiffe, die nicht grün sind, sind halt die anderen. Und da seht ihr, dieses Schiff ist von Antigon und das ist von den Argonen. Das ist hier die Kennzeichnung davor, also auf der linken Seite hier in der Liste. Und es gibt halt Schiffe, die gehören niemandem. Die stehen dann einfach irgendwo rum und die könnt ihr euch dann auch klauen, mitnehmen. Also nicht klauen, nehmt einfach mit. Ja? Und wenn ihr hier über das Schiff fahrt, seht ihr ja, die haben dann entsprechende Kennzeichnung Argonen. Ja? Das ist hier ein Mineralenschürfer. Und das ist eigentlich schon das, was ich euch dazu erzählen wollte. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht mal hier der Jaguar... Ach, die Jaguar soll auch hier hochfliegen, habe ich gesagt, ja? Ja, habe ich gesagt. Ich bin am Überlegen, ob wir hier nicht nochmal reinfliegen oder nochmal irgendwo Missionen suchen. Wir können ja mal mit unserem Schiff... Also ich kann euch nochmal eins zeigen. Ich kann auch aufstehen. Katana. So, stehe ich jetzt auf, bin ich in meinem Schiff. Und jetzt kommt die Pilotin. Da seht ihr auch, die hat 5 Sterne als Captain. Hallo. Also als Pilot, 2 Sterne in Sachen Moral. Das heißt, es geht ganz gut. Und die sitzt jetzt hier drin in meinem Schiff. Und es ist lustig, dass sie Kobayashi heißt. Und die sitzt jetzt in meinem Schiff drin. Und jetzt kann ich hier in dem Schiff rumrennen und kann meinem eigenen Schiff hier, auf dem ich gerade drauf bin, mit dem ich gerade fliege, dem kann ich jetzt auch Befehle geben. Da kann ich einfach sagen, flieg jetzt mal dahin. So, hinfliegen und warten. So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt bin ich auf meinem Schiff, was ich eben gerade geflogen habe, bin ich jetzt hier und mein Captain fliegt mein Schiff. Ja, ich bin also hier, kann hier rumrennen, kann hier irgendwas machen, ja, und kann mir das Schiff natürlich auch von außen angucken, ist ja klar. Aber ich fliege jetzt einfach mit, ich lasse mich einfach fliegen. Ja, so, könnt ihr gucken, das Schiff macht das jetzt, unsere Flotte folgt uns, ja, weil das, wir sind ja immer noch in einer Flotte, falls wir irgendwelche Kampfbefehle oder Kampfmissionen oder sowas haben, können wir die ja machen.
Und da seht ihr, jetzt sitze ich auf meinem Schiff und bin Passagier. Ja, meine Besatzung fliegt jetzt das Schiff. Und die Besatzung kann ich euch auch mal zeigen. So, das ist meine Besatzung. Da seht ihr, ich habe eine Crewkapazität von 7 und es sind 7 an Bord. Das heißt, wir haben 3 Servicemannschaften. Also in dem Fall sind das 3 Gefreite und die reparieren halt mein Schiff, ja, wenn Waffensysteme ausfallen und so weiter. Nähern uns Sprungtor. Genau, und ich habe hier noch Marinesoldaten dabei. Das ist jetzt aber Quark, weil so ein Schiff würde man nicht nehmen zum Entern, weil 3 Marinesoldaten sind nicht gerade besonders viele. Aber hier ist schon Veteran drauf, das ist gut, weil die braucht man dann später. Ja, also je höher der Rang ist, desto eher könnt ihr ein Schiff entern. Und da seht ihr auch, wie die Moral aussieht auf meinem Schiff. Ja, da seht ihr, ja, die ist okay, 2 Sterne. Und ihr seht hier auch die entsprechenden Soldaten, die haben alle Namen. Ja, also auch der Kapitän hat einen Namen. Hier oben, Tsukiko, hast du nicht gesehen, Kobayashi. Tsukiko Kobayashi, das ist ja eine Dame, wie wir gesehen haben, das ist der Kapitän, die Kapitänin. Und hier unten haben die entsprechenden Soldaten, haben auch alle Namen. Auch die Servicemannschaften haben Namen. Das finde ich total geil. Ja. Und da gibt es dann halt noch 10.000 andere Dinge, die ihr so in diesen Menüs findet. Und das ist eben das Komplizierte an diesem Spiel. Aber eigentlich ist es auch genau das, was so viel Spaß macht. Ja? Oh, hier gibt es eine Mission. Das sind Delivery-Missionen. Piloten gesucht. Wir suchen erfahrene Leute. Erzraffinerie. Mhm. Nee, wir geben keine Piloten ab. Könnt ihr vergessen. Hier mal, seht ihr wieder, haben wir wieder Satelliten aufgestellt. Ja. Und dann seht ihr natürlich auch die Ausrüstung des Schiffs. Was haben wir so alles mit dabei? Die Einstellung des Schiffs. Was sollen die Pulsgeschütze machen? Also ich habe ja hier, wenn ihr mal guckt, auf meinem Schiff hier oben seht ihr ja so Pulsgeschütze. Ja. Und was sollen die machen? Das könnt ihr halt damit hier einstellen. Ja. Sollen die uns verteidigen? Sollen die alle unsere Gegner angreifen? Und so weiter und so fort. Ja. Dann sehen wir natürlich noch das Logbuch. Was hat das Schiff so alles erlebt? Ja, da seht ihr hier zum Beispiel, wir haben Sicherheitscontainer gefunden. Dann könnt ihr hier noch das Verhalten einstellen. Wie gesagt, was soll hier passieren? Und hier sehen wir auch noch die entsprechenden Einstellungen für die Reaktionen der Dings. So, jetzt müssen wir aber mal hier rausgehen, weil es wird so laut. Meine Herren, ist das laut. Boah. So, und da seht ihr halt viele, viele, viele Möglichkeiten, die ihr habt in diesem Spiel. Und warum ist es jetzt so laut? Ist ganz einfach, wir fliegen in einer Formation. Und mein Kapitänin ist ein bisschen Xing Shang Chong, weil sie nämlich Hallo. Hier mit dem normalen Antrieb fliegt, anstatt mit dem Reiseantrieb. Deswegen werden wir jetzt wieder übernehmen. Und werden mal gucken, was haben wir ihr gesagt? Wir wollten wohin? Wir wollten hier oben hin. Also machen wir mal ein... Wir machen mal ein Leitsystem für der Position, damit wir auch selber wissen, wo wir lang müssen. So, und jetzt stellen wir uns mal die Maus wieder frei. Und jetzt machen wir mal einen Reiseantrieb an. Ja, das geht nämlich viel schneller als hier mit dem normalen Standardantrieb. Das ist manchmal so, manchmal sind die Piloten ein bisschen komisch, da muss man das dann selber machen. Aber so im Allgemeinen funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Es ist wie gesagt sehr buggy im Moment, also der neue Patch ist zwar toll, aber sehr buggy teilweise. Und was wir nutzen jetzt die sogenannten, also eine sogenannte Autobahn, an der ich vorbeigeflogen bin. Eine sogenannte Autobahn im Weltall. Und mit der kommen wir schneller von System A zu System B. Ja, das sind Highways, die wir benutzen können. Erreiche System. Adäquas Entscheidung. So, da seht ihr, dass wir hier auf diesen Highways sehr schnell in die Systeme, also ja, quasi die Systeme wechseln können. Ihr seht auch hier im Vorbeiflug immer entsprechende Aufträge hier, ne, an den Stationen, die man machen kann. Erreiche System Morgenstern. So, sind vom System Morgenstern. Hier sehen wir wieder, wir sollen wieder Ziele umhauen. Ja. Patriarch Zitarapsis. Hier sehen wir dann entsprechende Schiffe, die wir gerade in unserem Scan-Bereich haben. Ja, und hier können wir jetzt mal einen Scan starten. Das heißt, wir drücken mal
machen mal den Langstreckenscan. Ach, da müssen wir jetzt den Autopiloten ausmachen. Ausgeschaltet. Langstreckenscan an. Wir lassen uns gerade ein bisschen treiben. Flugunterstützung wieder an. Wie gesagt, wir müssen ungefähr 30 Kilometer, 40 Kilometer ran an die Sachen, damit die für uns freigeschaltet werden sozusagen. Man kann aber auch hier auf Sicht fliegen. Also man sieht hier was. Man kann zum Beispiel auch Steuerung H drücken. Dann geht unten das Display, das Schiff weg. Dann sieht man ein bisschen mehr. So, die Schiffe haben wir jetzt erkannt. Das haben wir auch erkannt. Oh, das ist jetzt hier interessant. Argon-Verteidigungsstation. Oh, die wird lustig, die nachher abzureißen. Unbekanntes Objekt. Ja, da sieht er hier schon... Oh, es gibt eine... Geil. Die nehmen wir auf jeden Fall an. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Das ist nämlich eine sogenannte Escort-Mission. Das heißt, die wollen, dass wir jemanden... dass wir ein Mining-Schiff also begleiten. Und währenddessen können wir ein bisschen rumballern. Und das fetzt. So, jetzt gucken wir nochmal in unsere Missionen. Das Leitsystem machen wir mal weg. Und wir gucken mal. Eskortiere das Bergbauschiff, genau. Und das werden wir machen. Da fliegen wir jetzt mal hin. Also das sind die Missionen, die ihr für Ruf auf jeden Fall machen solltet. Muss ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gegen eine Station fliegen. Das sind die Missionen, die ihr auf jeden Fall für Ruf machen solltet, weil diese Missionen Eskortieren von Bergbauschiffen bringen am meisten Geld. Ja, aber dann kann ich euch nämlich nochmal das Kampfsystem zeigen. Ich weiß, es ist jetzt schon eine Stunde Video und ich habe euch vielleicht 0,1% von dem Spiel gezeigt. Ja, also es gibt unfassbar viel in diesem Spiel, was man machen kann. Das ist nur ein kleiner Einblick sozusagen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Wenn ja, dann würde ich dann mit diesem Spielstand einfach weitermachen. Ich würde nicht nochmal bei Null beginnen, weil das ist echt nicht drin. Dafür, dass es dann nur ein YouTube-Projekt ist, dafür habe ich nicht die Zeit. Ja. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen... Ah, jetzt bin ich am Tor vorbeigeflogen. Ah, war zu schnell. Autopilot ausgeschaltet. Ey. Autopilot eingeschaltet. So, dann lassen wir uns jetzt dahin fliegen. Wie gesagt, wenn ihr so rote Dinge seht, das sind natürlich gegnerische Fraktionen. Das heißt aber nicht, dass es gleich gegnerische Fraktionen sein müssen. Das kann natürlich auch sein, dass das einfach nur Leute sind, die uns nicht mögen und die wir dann auch nicht mögen. Ja. Also, dass wir halt schlechtes Standing zu ihnen haben, sozusagen. Was macht denn der Autopilot? Ausgeschaltet. Was macht denn der Autopilot, ey? Ich verstehe es nicht. Das ist das mit dem Buggen, ja. So, da sind wir hin. Dann fliegen wir doch da mal hin. Müssen wir bloß mal gucken, wenn unsere Kollegen dann wieder da sind. So, wir schalten mal alle Waffen ein. Unbekannte Zone. So, hier ist der
Mineralienfrachter, den wir verteidigen sollen. Oh, meine Jungs sind auch schon da. Drill, Mineralien, Angreifer. So, und dann gucken wir mal, wo der hinfliegt. Und da fliegen wir ihm einfach hinterher. Und helfen ihm mal dabei. Wir dürfen natürlich nicht auf ihn schießen, das wäre jetzt nicht so schön. Ja. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Was? Erwarte Befehle. So, verzieh dich mal. Komm mal ab. Ja, manchmal hat man das halt, dann werden die eigenen Schiffe halt angegriffen, aber dann muss man die halt, muss man halt mal gucken, was da los ist, ja. So, ich kann jetzt auch einen Rechtsklick auf ihn machen, kann sagen, Geschwindigkeit anpassen, dann fliegen wir genauso schnell wie er und dann halten wir ungefähr so einen Abstand. Ich drücke mal M ganz kurz und guck mal, welches meiner Schiffe hier gerade rumgeheult hat. Der hier. Wollen wir mal gucken hier, warum wird denn der in meinem eigenen System? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Na gut. Okay, das scheint also so, als würde der irgendwo hinwollen. Ich hoffe, dass der jetzt hier nicht durch das Tor fliegt. Pelikan, weiter Beschützer. So, Jungs, komm, kümmert euch um den. Erwarte Befehle. So, wo ist denn der hin jetzt hier? Der, upsie. Oh, der ist dahinter geflogen. Okay, alles klar. So, da haben wir wieder... Schwarmwächter. So, gucken wir mal, wo ist der hin? Da ist er. Drill, Mineralien, ein Schwarmwächter. Ja, das sind die Karg, ne? Das sind, ist halt auch eine Rasse, die wir zum Feind sozusagen haben. Jäger. Und es wäre natürlich schön, die vor der, an der Nähe von der Station zu umzubringen, die Leute, weil das gibt am meisten Punkte dann, ne? So, da ist er. Er bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Sag deinen Plasmaöffnungen auf Wiedersehen. Ja. Und so eierte euch halt immer so von A nach B. Wie gesagt, die Leute, die man abschießt, die hinterlassen meistens auch etwas, was man aufsammeln kann. Ja, manchmal sehr wertvolle Dinge dabei, wie zum Beispiel Raumfliegeneier. Da kann man dann mit Gewürzen zusammen, kann man da was draus basteln, an der Werkbank, bei einem Händler. Und das gibt richtig Geld, ja. Königinwächter. Ich muss auch mal wenigstens einmal drauf schießen hier, damit ich mal ein bisschen Punkte kriege hier. Sind immer so schnell tot, weil wir ja in der Nähe der Station sind, die Verteidigungsanlagen hat. Ja. Die Station, die alle schon umgebracht. Ja, dann kriegst du halt... Ja, kriegst halt 300.000 Credits an Geld und du kriegst halt wahnsinnig viel Ruf, ja. Beschützer. Oh, im Flug gleich weg. Wie gesagt, man könnte das jetzt noch aufsammeln, was die so hinterlassen haben, aber ja, das ist jetzt nicht Sinn der Sache aktuell.
Ich will jetzt den hier verteidigen. Ist doch so geil, dieser NPC-Verkehr, also die funken miteinander und so. Ja, und ihr müsst halt aufpassen, dass er nicht gegen die Steine fliegt. Da macht er nämlich euer Schiff mit kaputt. Also der Platz nicht gleich, sondern ja, ist dann eher so Schild weg und dann andere Sachen kaputt. Beschützer. Sehr schön. Und wie gesagt, Asteroid. Da könnt ihr mal gucken. Asteroid. Ich habe ja auf den Asteroiden geschossen, deswegen. Drill, Mineralien, Angreifer, Asteroid. Ja, und der hat halt Angst, dass er angegriffen wird und hat uns gecallt, hier, hilf uns mal. Und das machen wir natürlich. Dann kommen wir ihm zur Hilfe. Und am Anfang könnt ihr natürlich auch versuchen, einfache Mission zu machen, also mit dem Startschiff würde ich auf jeden Fall gar nichts machen. Das würde ich ganz schnell wegschmeißen und versuchen, ihr irgendwie Geld zu verdienen. Danke für Ihre Hilfe. Ja, kein Problem. Oh, aktuelles Ansehen 12. Ah, wir sind freundlich bei der argonischen Fraktion. Wir haben jetzt über 10, das heißt, wir können dann zu den Argonen gehen und können dann tatsächlich schon unseren Rang einfordern. Und können dann, also müssen wir zum Fraktionsrepräsentanten, das sieht man auch auf der Karte, zeige ich euch gleich. Und da fordern wir dann unseren Rang an und oder ein und dann haben wir den und dann können wir ja, entsprechende Schiffe kaufen, entsprechende Baupläne kaufen für Stationen und so weiter und so fort. Ja, also das funktioniert halt nach diesem Ansehen-Prinzip, das kennt man, glaube ich. Friss Raumstaub hat der gerade vor uns gefunkt hier, aber ich sehe noch keine Gegner. Wir können ja noch mal einen Scan machen. Also nicht, dass wir damit Gegner sehen würden. Aber hier im System mal scannen. Da kommen welche. Verschwinden Sie. Beschützer. So, meine Katanas schießen natürlich jetzt auch. Beschützer. Und meine Geschütztürme haben natürlich auch geschossen, habt ihr ja gesehen. So, die Katanas, die Kommandanten oder Piloten der Katanas melden sich natürlich immer, weil sie ihren Auftrag ja jetzt ausgeführt haben und melden sich schon immer und sagen jetzt, was gibt's als nächstes. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr solche Escort-Missionen macht, braucht ihr schon ein bisschen Schiff, damit das geht. Nicht so wie ich hier mit so einer riesen Flotte, das ist Quatsch. Aber ja, ein bisschen Schiff braucht ihr und dann können wir später darauf eingehen, welches Schiff und wie und was, wie man anfängt. Ja, und dann eskortiert ihr die einfach und dann macht ihr einfach Kohle. Ja. Und ihr müsst natürlich, die, wie ich schon sagte, die Leute möglichst in der Nähe der Stationen abknallen, weil ihr dann da Ruf bekommt von den entsprechenden Fraktionen oder mehr Ruf bekommt, sage ich mal. Kommt hier für Danke jedes Film. Danke für Ihre Hilfe. Ist da ja Ruf, aber ja. So, da kommen wieder die Nächsten. Oh. Asteroid, Asteroid, Katana. Asteroid. Sag mal, was ist denn das hier? Königin. So, die Station schießt jetzt mit, das seht ihr auch. Unten rechts, ja. Ziviles Schiff A. Das können wir auch nochmal umklatschen, da kriegen wir nämlich noch Punkte. Wie gesagt, ihr habt gerade gesehen, dass die Station mitgeschossen hat. Die hat nämlich auch eine Verteidigung und das müsst ihr dann später auch aufbauen. Eine Stationsverteidigung, wenn ihr eigene Station habt, weil es kann ja sein, dass die Leute euch angreifen und die werden euch angreifen. Ja? Also auch die anderen Fraktionen möglicherweise, die Piraten greifen euch eventuell an. Also wenn ihr große Stationen baut, müsst ihr auf jeden Fall auch Verteidigung draufbauen. Ja? Ist ja klar. So, jetzt gucken wir mal, ob der hier nur dran vorbeifliegt oder ob er auch schießt. Wir haben ja hinten einen. Beschützer. Also ob er auch... Er gibt jetzt richtig Ruf, weil er bei den direkt an der Station abklatschen.
Ja, und wie gesagt, da müsst ihr dann mal kicken. Was haben wir hier drin? Container. Tuning-Software? Naja, gut, okay. Das ist jetzt nicht so viel. Aber könnt ihr jetzt O drücken. Dann habt ihr so eine Art Magneten. Ja. So. Will der jetzt hier docken oder nicht? Was macht der jetzt hier? Das ist so... Das ist immer schwierig bei den NPCs. Da weiß man immer nicht, wo will der jetzt hin. Ja, will der jetzt wirklich hier docken oder will der woanders hin? Danke für Ihre Hilfe. Ja, ja, kein Problem. Machen wir gerne. Ziehleine. Ziehleine, sagt er. Sie machen einen großen Fehler. So, die Mission ist noch nicht beendet. Oh, jetzt kommen noch welche. Ich habe gerade einen gesehen. Schwarmwächter. Ja, die lassen wir mal rankommen hier. Dann können wir nämlich ein bisschen Punkte machen, wenn wir die in der Nähe der Station umbringen. Warten wir einfach. Ist das alles, was du drauf hast? Na, aber. Meine Katanas warten schon. Zeit zu sterben. Gehen wir schnell. Nächstes Mal drauf schießen, ja, damit die... Hier, die Station schießt auch, ihr seht das. Aber die schießt nicht auf uns, sondern die schießt halt auf die Gegner. Manchmal trifft die euch auch, also müsst ihr aufpassen. Die Schüsse, die die Station abgefeuert hat, fliegen durchs Weltall und treffen. Egal, wer da gerade ist. Ja, also müsst ihr aufpassen, wenn die Station schießt, dass ihr da so nicht so getroffen werdet dann. Weil die reißt euch in den Tod, die Station. Die hat Waffen, die sind tausendmal stärker als das, was wir so haben. Schwarmwächter. Jäger. Schwarmwächter. Oh. Ich wurde aufgefordert, meine Wacht auszuführen. Jetzt mal hier oder was? Wo will denn der hin? Ja, das sind Raketen übrigens, was ihr hier hört. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz hier auf meine Dings gucken hier, auf meine Schiffis. Hier irgendwo wurde gerade einer hat gerade einer angegriffen. Fliehen. Warum greifen die mich an meine eigenen Stationen an? Was soll das denn? Verstehe ich nicht. So, haben wir jetzt die Mission jetzt beendet oder nicht hier? Wo ist er denn? Er ist immer noch hier. Danke für Ihre Hilfe. Er dockt der jetzt mal oder nicht? Er dockt nicht. Er fliegt noch weiter. Nein. Und ihr seht, der hatte vorhin kein Schild. Drill, Mineralien. Keine Hülle mehr oder kein Schild mehr. Und ja, er wurde repariert von seiner Servicemannschaft. Das Schiff repariert sich. Aber ich glaube, der wird hier docken wahrscheinlich. Na, weiß ich noch nicht. Na, was ist denn jetzt hier? Prinzessin. Steht das auf Null. Ich glaube, ich habe die gebuggt. Die Mission. Ich glaube, die Mission ist gebuggt. Weil er landet nicht. Normalerweise müsste er jetzt nämlich landen. Vielleicht macht das noch. Sei es drum. Also, ihr habt erstmal einen kleinen Einblick in Sachen X4 bekommen. Und
Wie gesagt, es hat unglaublich viele Möglichkeiten und wenn ihr das sehen wollt, dann sagt mir das bitte, dann zeichne ich das auf. Ansonsten nicht. Wie gesagt, so, weiß ich nicht, 5, 6, 10 Leute, die ja sagen, dann würde ich es vielleicht machen, ansonsten nicht, weil es ist ja Quatsch für 3 Leute hier, sich die Arbeit zu machen, das alles noch hochzuladen. Ich versuche den mal anzufunken hier. Hallo. Na, nicht ergeben, das ist Quatsch. Viel Glück da draußen. So, aber er dockt nicht. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt mir mal was dazu, ob das für euch was wäre. Ansonsten einfach das Spiel kaufen und selber machen. Ja, jetzt ist cool. Also, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. 1 Stunde 15 hier reicht in X4. Lange nicht, ja. Ihr werdet hunderte, tausende Stunden in diesem Spiel verbringen. Kann ich euch sagen. Wird passieren. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss und vielleicht kommentieren. Ne? Bis dann.